Ja, hallihallo und willkommen zurück im Keller von Stan, der einige unheimliche Sachen verbirgt, unter anderem Wayne, der tot in der Badewanne liegt. So, hier müssen wir jetzt erstmal einige Sachen reparieren. Aber ich glaube, ich kann das Handy aufladen. Nee, kann ich nicht. Ich brauche noch ein Kabel. Ist ja eigentlich auch logisch. So, hier brauchen wir Händedesinfektionsmittel. Also nicht das, was wir jetzt brauchen, aber wir haben es. Okay, da brauchen wir noch einen Schraubenzieher. So, hier ist auch noch... Ach ja, warte mal. Nee. Den Lappen. Okay, hier kann ich erstmal nichts machen. An der Säge wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht, was wir mit der Säge machen müssen. Nein, mit dem Lineal wird das, glaube ich, eher nichts. Kann man da? Ja. So, wir haben eine Schließkassette. Schließkassette und ein Minispiel. Bewege die drei Marken zu den passenden Feldern unten am Spielrand. Jede Marke kann nur zu einem angrenzenden Feld mit demselben Symbol bewegt werden. Wenn eine Marke ein Feld passiert, ändert sich das Symbol auf dem Feld. Ist echt dein Ernst? Bewege die drei Marken. Ach, da ist Pink. Tja, wie kriege ich denn die jetzt? Ah, ich muss da lang. Okay, nochmal. Ja, muss ich ja wohl. Weil wir müssen das hier irgendwie frei machen. Hä? Warum? Nochmal. Ah nee, das nutzt mir gar nichts. Oh, ich muss da irgendwie hoch. Nee. Ja. Also hier komme ich nicht weg und hier komme ich auch nicht weg. Ich kann nur mit dem hier zuerst anfangen. Aber ich kann auch tatsächlich nur erstmal hier lang. So, das Feld hat sich geändert. Tja, wie komme ich denn da hin? Eigentlich muss ich hier hin. Warte mal, jetzt schieben wir den erstmal. Pik muss in die Mitte. Da. Oh, Karo muss auf die andere Seite. Ah, oh, verdammt.
Das ist aber echt knifflig. Das könnte ich jetzt hier runterschieben. Aber dann komme ich hier nicht mehr weiter, glaube ich. Warte mal, jetzt müsste ich nach oben. Och, nee. Ja, nee. Nee, nee, nee. Ja. Danke. So, wir haben einen Schraubenzieher. Den dreieckigen wahrscheinlich. Ja. Dreikant. Noch ein Kellereingang. Da ist er. Ich sollte die Tür schließen, bevor er mich sieht. Bestimmt hat er einen Fingerabdruck hinterlassen. Warte mal, wir haben doch einen Klebestreifen. Ich muss ihn einsperren, aber wie? Ach, hier wahrscheinlich. Vor allem voll das schäbige Bauernhaus oben, ja. Da fällt schon alles zusammen, die ganzen Wände, keine Tapete mehr an der Wand. Und unten voll Hightech. Benutze die vier Pfeile, um beide Elemente über die Schalttafel zu ihren Positionen zu leiten. Das eine Element kann nur nach links oder rechts und das andere nach oben und unten bewegen. Von welchem Element reden wir denn jetzt? Ach, das. Toll, das kann gar nicht nach unten. Hä? Okay, benutze die vier Pfeile, um beide Elemente. Das eine Element kann nur nach links und rechts. Also das kann nur nach oben und unten. Das bringt mich aber nicht weiter, weil ich kann es ja trotzdem nicht verschieben. Nee. Hm? Das kriege ich leider nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Wie bitte soll ich das denn verschieben? Ja gut, das kann ich jetzt nach unten. Nee. Müssen wir mal machen. Okay, was ist da das Geheimnis? Der schiebt den mit. Soweit ist ja klar.
der schiebt den mit. Aber ich krieg sie beide nicht auf eine Linie. Nee. Tja. Cheater. Dann kann ich ja nur den einen hier gerade mal runter machen, aber nicht von links nach rechts schieben. Nee, warte mal, er muss zurück. Der muss. Krieg ich den jetzt hoch? Auch nicht. So, und da geht nur der alleine runter. Verdammt, ich habe hier irgendwo einen Fehler gemacht. Ich glaube, jetzt kriege ich es gar nicht mehr hin. Ach, Mist. Der muss aber nach oben, damit er das schieben kann. Wie habe ich denn das angestellt vorhin? Immer blöd. Jetzt komme ich gar nicht mehr weiter. Ach, schade. So, das nutzt uns ja nichts. So. Jetzt überlegen. Kurz, lang. Ich weiß es noch nicht. Der muss den ja runterschieben. Der schiebt den dahin.
Nee. War doch schon so weit. Oh, ich krieg's leider doch nicht hin. Knifflig. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Einmal noch. So, den habe ich auf jeden Fall nach oben geschoben. So. Der muss von oben nach unten. Das heißt, der kann nur hier. Da habe ich den aber wieder da. Nee, warte mal. Falsch, ich muss ein... Ich muss ein tiefer. So. Nee, warte mal. Alles nicht. Doch, so. Nee, falsch rum. Einen runter und jetzt schieben. Okay. Puh. Jetzt noch ein Stück. Oder? Er muss nach unten. Ja, und das ist blöd. So, und jetzt muss ich überlegen. Warte mal, der muss runter. Oh, geschafft. Unglaublich. Ich wollte gerade erst lösen und dann dachte ich mir, komm, einmal versuchst du es noch. Ja, wir sind im Überwachungszimmer. Man gut, dass Stan uns gar nicht sehen kann. Er hat uns die ganze Zeit überwacht. Wieso habe ich keine einzige Kamera gesehen? Und wieso ist er da so seelenruhig in seinem Zimmerchen? Das war sicherlich so ein Billigstuhl zum selber zusammenbauen. Das Rad steckt fest. Tja, der Billigstuhl. Oh, Handschuhe. Stans altes Computerzubehör. Der ist mit Klebeband verschlossen.
Was könnte man denn da machen? Habe ich denn ein Messer? Nee. Oder kriege ich das damit? Nee. Kettennieter. Das Wort hat es mir echt angetan. Achso, warte mal. Ich habe doch aber hier einen Lappen. Oh, komm schon. Na also. So, jetzt haben wir einen nassen Lappen. Und eine Dose. Ach, guck an. Die Diele. Und hierfür brauchen wir die Karten. Ich hab doch irgendwo eine. Hier. Da bestimmt irgendein Geheimnis. Hab ihn gefunden. Jetzt muss ich die Falle auslösen. Toll, der ist ja genau im Keller. Also den haben wir jetzt erstmal eingesperrt. So, sehr gut. Ja, dann können wir doch gehen. Ach nee, wir müssen ja Linda noch finden. Habe ich hier irgendwas zum Rausholen? Nee. Das könnte ich doch hier schon mal reinmachen. Ich weiß nicht, was das hier ist, ob das Waschpulver ist oder so. Keine Ahnung. So, den Billigstuhl, den können wir erstmal noch nicht gebrauchen. Open the door, now! Öffne sofort die Tür. Nein. Ich werde ihn auf keinen Fall hinauslassen. So sieht es nämlich aus. So, hier brauche ich eine explosive Lösung. Und dafür brauchen wir also tatsächlich den Sprengstoff. So, da braucht man ein Ventilrad. Hier haben wir noch ein altes Fahrrad. Ah, Mann, gut, dass ich einen Kettennieter habe. So, Fahrradkette haben wir auch. Was haben wir hier noch? Achso, ich brauche ein Werkzeug für die Reifen. Wir haben den Kettennieter immer noch. Kann ich den nochmal nehmen? Nee. Nee. Hätte sein können, ne? So, den plündern wir erstmal aus. Magnetschlüssel. Moment mal. Nee. Ein Reifen. Ein Reifenheber. Okay, wir haben einen Fahrradreifen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den... Ach, Moment mal. Bin ja auch ein bisschen bräsig. Hier nämlich. Nee, Moment. Erstmal abnehmen. Oh, nee. Hm? Ach so. Okay, was können wir denn jetzt kaputt säbeln? Das nennt man scharf. Damit könnte ich so gut wie alles durchschneiden. Ja, Hauptsache, wir schneiden es denn nicht durch. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu eklig. So, Waschmaschine haben wir fertig. Hier fehlt noch ein Griff. Den haben wir noch nicht. In der Badewanne können wir nicht mehr nachsehen. Ach stimmt, hier haben wir ja das Rad noch. Kettenmeter. Magnetschlüssel, Dose. Funktioniert alles nicht. Schade auch. Ein gezielter Schlag. Komm schon. Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu komisch. Magnetschlüssel, wozu können wir den denn gebrauchen? Ah ne, da komme ich wieder dahin. Okay, das kriegen wir also auch noch nicht weg. Gucke ich doch mal auf meine schlaue Karte. Hier ist was zu tun. Im Keller. Wo auch sonst. So, was könnte ich denn durchsäbeln? Ach,
Ach, die Dose. Dafür brauchen wir eine Säge. Eine Kreissäge. Toll, jetzt habe ich eine durchgeschnittene. Und dafür der ganze Aufriss? Warte mal. Nee, okay. Ich hätte gedacht, das Zeug kommt dann da rein. Aber falsch gedacht. Tja, wie kriegen wir die hoch? Kellertreppe, die habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Mit meiner anziehenden Persönlichkeit allein bekomme ich die Tür nicht auf. Ach so, nimm mal doch den Magnetschlüssel. Ja, ein Wimmelbild. Wir können uns Werkzeug aussuchen. Hier haben wir schon mal eine Plastikgabel. Ach, das war ein Göffel. Okay. So, das müssen wir zu Ende schnitzen. Mache ich doch mal eben. Ach, das geht gar nicht. Der Stern. Jetzt mach das doch. So, ein goldenes Blatt. Ein Ventilator, ein Stempel. Handschuh zweimal. Zweimal gleich. Ja. Dann brauchen wir noch eine Taschenlampe. Und das war's. Na, sauber machen. Machen wir mit dem Klebezeug. Das ist eine klebrige Situation. Auch nicht. Okay, dann müssen wir später nochmal herkommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Wir gehen erstmal ins Badezimmer und bringen hier dieses Blatt an den Spiegelschrank an und nehmen uns erstmal hier ein paar Siegel. Das muss Waynes Ring sein. Ich werde gut auf ihn aufpassen. So, Tempobox kann man auch immer... Acetontücher. Jo. Aceton. So, wir haben ein Ventilrad. Heizraum. Der Keller ist größer als das ganze Haus. Okay. Heizung funktioniert. Naja, weitgehend. Okay, wir brauchen Ventilräder, was auch sonst. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh, Ashley, I'm so glad to see you. Now that I'm gone, you're our only hope. You need to wake Kevin up. Kevin schläft noch. Ashley, ich bin so froh, dich zu sehen. Nun, da ich tot bin, bist du unsere einzige Hoffnung. Du musst Kevin aufwecken. I saw him reacting to his favorite toy, so I hid it with some other things. I buried them in the corn maze. Ich sah, wie er auf sein Lieblingsspielzeug reagierte, also habe ich es zusammen mit anderen Sachen versteckt. Sie sind im Maisfeld vergraben. Please, hurry and be careful. You're the last victim he needs to fulfill his plan. Bitte beeile dich und sei vorsichtig. Du bist das letzte Opfer, das ihm noch für seinen Plan fehlt. Bloß keinen Druck machen. Hier wird's nie langweilig, das stimmt. So, da haben wir das Monster. Die nächste, die verschwunden ist.
Diesen Spiegel sollte ich Stan zeigen. Okay, zuerst muss ich mein Gesicht schützen. Da haben wir eine Schweißmaske. Da waren wir schon. Hier haben wir... Naja, gut, da brauchen wir irgendwas, um das dran zu ziehen. Ja, mach doch. Muss ich die Rohre miteinander verbinden? Ach so. Also, läuft doch. Abstellkammer. Abstellkammer und ein Wimmelbild. Und das heben wir uns auf für die nächste Folge. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt sehen möchte, was mit Linda passiert ist. Heizungskeller, heiße Rohre und so weiter und so fort. Nein. Machen wir das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich finde es wirklich spannend und wir gehen tatsächlich noch ins Maisfeld. Ich habe es ja schon fast vermutet. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.